über Parkonen. Zwei Mann da vorne drin von den Füchsen. Jetzt der Schlagschuss. Abgefälscht und der ist drin. Jakob Swoboda. Ja, Überzahl. Lange ein großes Problem. Am Freitag hat es geklappt. Und jetzt auch Jakob Swoboda von der blauen Linie in der 14. Minute. Aber noch abgefälscht. Dieses Tor. Da hat noch einer den Schläger reingestellt. Falker, rein in den Lauf auf Haier. Haier, Haier, schießt. Und mit der Stockhand Eisenhut. Und von außen kommt der Nächste. Drin ist er. Das Tor zählt. Doppelschlag Weißwasser. Ich weiß nicht, ob Haier noch reingetippt hat. 15. Minute unmittelbar nach dem 1:0, das 2:0. Erst Haier und dann vielleicht sogar nochmal Haier. Wieder ein Schuss von der blauen Linie. Und er rutscht dem Torwart irgendwie durch die Beine durch. Hat man ganz schnell Schmerzen in der Bauchgegend. Posibel. Schmidtle, Nachschuss, gestochen vor dem Tor und die Scheibe ist drin. In Überzahl, Kaufbeuren jetzt im Nachstochern. Bringen sie den Puck über die Linie. 36. Minute, Kaufbeuren aus dem Gewühl heraus mit dem Anschlusstor. Zum 2:1. Publikum natürlich ein bisschen wütend über die Strafe zuvor gegen Elia Ostwald. Aber die kann man geben durchaus. Und das Tor mit der Brechstange. Aber noch ist nicht Schluss. Noch zwei, noch eins. Und jetzt ist Schluss. Noch einmal ist Franz Repp dran. Kompliment an die Gäste. Bis zum Schluss haben sie alles versucht. Und tapfer gekämpft. Und jetzt ist Teddy Toss, auch wenn es offiziell noch gar nicht angesagt war. Wartet bitte mit dem Büschchen noch. Wir kommen erst. Aber egal, jeder will natürlich jetzt hier mitmachen. Für einen guten Zweck werden die Kuscheltiere gespendet. Die ersten 20, 30 sind schon auf dem Eis. Fuchs des Tages, wer wird es werden? Schwer zu sagen. Genauso schwer auf der anderen Seite, so extrem hervorgetan hat sich in einem harmonischen Mannschaftsgefüge, hat sich kaum einer, weil es eine geschlossene Teamleistung war. Marco Eisenhut wird als bester Spieler seiner Mannschaft heute ausgezeichnet. Von der WGW gibt es einen kleinen Preis. Er hat sicherlich gern drei Punkte mitgenommen statt eines Körbchens. Und Franz Repp bei den Füchsen, also beide Torhüter. Auch ganz schnell, das war das letzte Heimspiel vor Weihnachten. Wir wünschen euch allen natürlich. So, und jetzt dürfen die Kuscheltiere fliegen. Und die fliegen. Und die fliegen. Und die fliegen. Ein schönes Bild hier im Stadion. Es ist jetzt zum ersten Mal in Weißwasser, dass man das macht. Ich hatte so ein bisschen Sorge, ob da viele mitmachen, aber wenn man das sieht, ein schönes Bild. Ein angenehmes Bild und ein Zeichen auch in der Weihnachtszeit, dass man an die denkt, denen es in diesen Tagen nicht so geht. Eigentlich müsste man das alles einpacken und nach Aleppo bringen.